Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück zu Subnautica Below Zero. So, wir haben ja hier im letzten Part eine nice Basis aufgebaut. So, tauschen wir die Batterie im Scanner. So. Also, was machen wir als nächstes? Prawn Suit. Der Prawn Suit steht an. So. Okay. Let's see. Wir brauchen mal eine Energiezelle, sprich Batterie. Wobei der Prawn Suit bringt uns noch nicht allzu viel, weil uns fehlt noch ein Modul, ein wichtiges. Also uns fehlt ein wichtiges Modul, mit dem wir den Prawn Suit da andocken können. Gibt es ein Docking-Modul? Und das bräuchten wir unbedingt. So, ich glaube, wir brauchen noch Kupfer. Exactly. Energiezelle, check. Als nächstes Plastik. Das geht noch nicht. Wir haben doch nichts. Okay, das muss noch warten. Auch kein Glas mehr. Okay, Computerchip vielleicht. Was brauchen wir für den? Zwei Korallen, Gold und ein Draht. Draht geht noch. Ein Gold, zwei Korallen. Na bitte. Halbe Bronze Suit ist schon fertig. Weil halt noch die zwei teureren Komponenten fehlen. So. Du bist organisch. Kommst du mal da rein. Oh, wir sind voll. Gut, nehmen wir hier was raus. Die können wir eh immer wieder machen. Also immer wieder anpflanzen. Schmeißen wir die da rein. Oh. Nein, nicht dichter. Zurück. Das und das. So, voll ist er wieder. Die Fahrzeugkonsole haben wir noch nicht, oder? Nee. Oh, wir haben die Modifizierungsstation. Und die können wir, glaube ich, sogar schon bauen. Hey, wir haben das schon freigeschalten. Dann haben wir die freigeschalten. Wir brauchen einen Computerchip, den haben wir. Sorry, Prawn Suit. Titan, Diamant, Blei. Titan, Blei und Diamant. Und fertig. Nee, nicht hier. Nicht hier. Die basteln wir dahin. Aber nicht so. Gerade. Danke. Jawohl. Ausgezeichnet. Thermalklinge können wir machen und Tiefenmodule. Okay, mehr geht noch nicht, aber das ist nicht so wichtig. Ist sonst irgendwas? Schaut nicht so aus. Okay, dann. So, wie gesagt, wir haben die. Fahrzeugerweiterungskonsole, auch die haben wir bereits. Okay, die. Kommt später hier hin. Dann brauchen wir drei Titan, den Kupferchip und Draht. Na gut, dann würde ich vorschlagen, wir gehen mal jetzt auf Ressourcensuche. Mist. Hey, warum dockst du nicht an? Können wir so oder was? Nö. Hallo? Okay. Da gehen wir mal hin.
Verteidigungsmaterial. So, jetzt ist genau das, wenn wir schnell aussteigen wollen, machen wir den. So, Magnet, Titan, wir brauchen aber auch Kupfer. Warte, erstmal haben wir nur Titan bekommen. Gehen wir mal hin. Ruhig ist es hier. Oh, Quarz. Quarz brauchen wir eh auch. So, da ist auch noch was. Na bitte, haben wir schon ein bisschen was gefunden. Da unten ist auch nochmal ein bisschen Zeugs. Wir werden uns gleich als nächstes hinbegeben. Da ist noch so einiges. Sehr viel Titan haben wir gesammelt dabei. Leider übermäßig viel eigentlich. Das ist so viel Titan. Kein einziges Blei oder irgendwas. Noch nicht mal Silber, wobei wir schon ein paar so Silber-Ding gehabt haben. Jetzt haben wir es bekommen. Erlein hat auch schon lange nichts mehr gesagt. Oh, da gibt's noch Blei. Haben wir eins bekommen. Nachdem wir gesehen haben, wir brauchen noch mehrere Computerchips, nehmen wir natürlich auch die Korallen mit. Das werden wir noch brauchen. Hier erstmal. Ja, da ist noch ein Stein. Oh, das sind noch mehrere. Silber! Blei! Titan. Und ist auch noch was. Nehmen wir natürlich auch mit. Was fehlt uns noch? So ein Fisch hier. Quarz. Wir brauchen einiges an Quarz. Wir haben noch nicht viel gesammelt. Wir werden viel Quarz brauchen wegen Glas. Lithium haben wir, glaube ich, noch genug. Ich denke mal, wir haben schon so ziemlich alles für den Prawn Suit. Allerdings haben wir nicht viel Gold. Wir brauchen noch mehr Gold, definitiv. Aber es ist nicht ganz so leicht zu finden. Oh, Inventar ist voll, shit. Hier.
Quarz. Und wir sind... Ne, das ist nicht unsere Basis. Ja, nehmen wir das auch mit. Why not? Kann man die verwenden? Nee. Nehmen wir können sie auch nicht abbauen. Auch nicht. Nee. Gut. Wieder ein bisschen was. Wir brauchen aber immer noch ein bisschen Gold. So, ohne Gold geht nämlich nicht viel. Sandstein. Aber ein Sandstein ist nicht viel und es war auch Titan, natürlich. Jojo, und wieder kein Gold. Oh, hier geht's in der Höhle hin. Eine vulkanische Höhle offensichtlich. Und hier ist Gold. Hier ist Gold. Erzader. Hey, das können wir scannen. Erzader soll das sein. Das sieht man nämlich immer wieder mal. Wo einfach jede Menge Ressourcen drinstecken. So gar nicht abbauen muss extra, ist ziemlich praktisch. Ja, hier drin ist halt ziemlich ressourcenintensiv, kann man sagen. Kann man so einiges finden. Wow! Kupfer hier. Oh ja, und hier ist Gold, 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 Gold. Sehr praktisch, ne? Also da hat man schnell keinen Ressourcenmangel mehr, wenn man sowas findet. Ah, 6 Gold. 2 Sandsteine zerstört, nur Titan bekommen. Hier rein. 6 Gold gefunden. Okay, back to the base. Sollten wir hoffen. Ich weiß gar nicht, haben wir Lithium noch? Verdammt. Ich habe jetzt gar nicht drauf aufgepasst. Es könnte unter Umständen sein, dass wir kein Lithium mehr haben. Aber das werden wir gleich sehen. Aber wie gesagt, wir müssen erst einmal schauen, dass wir das Docking-Modul für den Bronze-Suit finden. Ein paar Module, ich hab... Wow. Welcome aboard, Captain. Ich habe beim letzten Mal auch nicht alle gefunden, wie ich das durchgespielt habe. Okay, wahrscheinlich die Ruhe abbekommen, egal. Water! Even more water. Shit, wir müssen das ganze Zeug noch abholen lassen. Behälter, also. Was ist ein Transportmodul? Vital signs stabilizing. So. Oh Gott, da ist Kristall. Das brauchen wir eh. So, jetzt nehmen wir relativ wenig Titan. Schauen wir mal. Okay, wir haben noch Lithium. Ich glaube, wir brauchen 2, oder? Stahlbarren erledigt. Energiezelle
wir hier. Computerchip. Und noch 3 Titan. Wir brauchen 2 Computerchips auf jeden Fall. Das heißt 2 hier. 4 hiervon. Kristall. Metall. Wir brauchen das Kupfer. Wir brauchen 3-mal Kupferdrähte. Haben. Man kann ja hier trotzdem rein, so von einer Seite, aber immerhin. Ah ja, hier haben wir ja noch jede Menge Titan, kein Problem. Das kann ich gar nicht alles auf einmal holen. Ah, wäre es cool, wenn ich hier auch die Mod schon hätte, also wenn es die hier geben würde. Wie fürs Original Subnautica, da gibt's eine automatische Storage Mod, da kann man irgendwie. Ich habe es leider noch nicht ausprobiert, aber da kann man auch solche Behälter bauen. Und denen kann man vermutlich zuweisen, was hinein soll. Und dann gibt es einen Behälter, den kann man einfach irgendwo da hinbauen, zu den Docks dort rein, einfach alles reinwerfen und es wird automatisch dahin geliefert, wo es hin soll. Damit geht das Ganze viel schneller. So, brauchen wir mal 3 Drähte auf jeden Fall. Wir brauchen 2 Computerchips und einmal Draht. Passt. Chip. Ein Chip, jetzt haben wir keine Korallen mehr. Nein, wir brauchen hier 2 Chips, passt schon. So, dann brauchen wir das Glas. Das Glas bedeutet, wir brauchen Blei, wir brauchen auch einen Diamanten. Und wir haben alles für den Bronze Suit. Perfekt. So, und ich denke mal, wir haben auch alles für die Fahrzeugmodifizierungsstation oder Erweiterungsstation. Erweiterungskonsole. Yes. Okay. Eigentlich ziemlich unnötig. Also die braucht man eigentlich. Ja, okay, man braucht es vielleicht für die hier. Glaube ich. Wobei ich mir nicht ganz sicher bin. Aber die ist hier relativ unnötig im Gegensatz zum Vorgänger. Blöd, dass die nicht markiert ist, weil die kannst dann leicht aus den Augen verlieren. Wo stehen wir hier? Ja, sollte gehen. Geht ein bisschen tief hinunter, aber es wird passen. Boah, so früh, wir sind jetzt noch im Part, keine Ahnung, noch nicht mal Part 10 oder so. Frachtabteilung haben wir schon gebaut. Noch nicht mal Part 10 und wir haben bereits den Bronze Suit. Facilitates mobility in high pressure and zero gravity environments, turning the wearer into a bipedal mechanical rock puncher. Rock drop ingestion not required. Noch nicht allzu weit, ehrlich gesagt, wir haben bereits den Prawn Suit. Weil er ist halt hier, glaube ich, auch ein bisschen günstiger als im Vorgänger. Welcome aboard, Captain. So, machen wir natürlich recht schnell den Wurfarm, weil der ist echt wichtig. Alles klar. Ah ja, wir können ja das erste Modul schon einbauen, was wir haben. Nämlich das Sprungmodul hier, das erweiterte Sprungmodul oder so. So, Teil, tada. Titan. Organisch. Oh, das nächste Wasser. Dankeschön. Hier. So, genau, wir machen das Frachtabteil mal weiter leer. Wie schauen wir hier eigentlich aus auf der Karte? Schaut gut aus. Unsere kleine Basis. So können wir es lassen. Das
ist leer. Das ist auch leer. Leer. Und das schaffen wir auch noch. Gut. Das hätten wir. Hallo. Mann. So, für den Tech haben wir hier nichts. Organisch haben wir. Kristall. Edelmetall. Metall. Ein Lithium. Titan. Passt. Ready. Aus mit der Energie. Das ist wieder. Was? Das ist wieder alles weg. Wie ging das denn? Ja, dann nimm die auch noch. Wir haben ja genug davon. Puh. Das ging jetzt aber flott. Was so viel Energie braucht. Wir haben gar nicht so viel gecraftet, aber wir haben echt wenig Energie aktuell. Komisch. So. Warum nimmt er das nicht an? Also. Strange. Sehr strange teilweise. Oh, der Part ist schon zu Ende. Verdammt. Gut, Freunde, ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao.